Ne? 10 Punkte. Nein. Aber verloren. Okay, jetzt sind es nur noch 7. Lol, bei 10 Punkten könnte es plötzlich auch nur 4 sein, ne? Weil wir machen ja. Nee. Hä? Dumm. Schon wieder Nachrichten, was ist da schon wieder los? Was wollen Sie schon wieder von mir? Bin interessiert, ob Sie den Spieltermin ändern. Dann schieben Sie die Tage doch nach hinten oder vorne oder in Ihren Arsch. Was so doof. Ja, seid so dumm, ne? Warum kommt immer Spielverschiebung? Dann stell sie doch, mach dich doch gleich an einem anderen Tag. Hä? Ihr seid immer einen Tag nach vorne oder nach hinten. Ne? Mehr ist es nicht. Sich belastend sein, dass man 100 der Wert haben kann, aber ihn einfach nicht antrainiert bekommt. Was wollen Sie jetzt schon wieder von mir? Ich gehe da gar nicht mehr rein. Tut mir auch nicht. Hast du gerade den Kopf verloren? Nein. Nein? Da stand irgendwas von 5 zu, keine Ahnung. Also 5-2. Die Gegner hatten 5, 2 und wir hatten 5. Natürlich, ne? Ach, irgendein Trottel ist zurück, nachdem er gesperrt wurde. Cool. Tabelle. Dann immer so. Nein. 2-1. Du hast verloren. Die Wiederholung. Hä? Aber das. Runde 4, 2-1 verloren. Du hast den GFL Cup simuliert, statt zu spielen. Digga. Egal. Kleiner Huhn. So, aufpassen, was du drückst. So, das verlieren wir jetzt. Ja, das simulieren wir jetzt. Das verlieren wir jetzt, habe ich gesagt. Guck, verloren. Langsam nervst du, was willst du? Och, Digga, jetzt haben wir die schon. Oh, Cardona ist verletzt. Er hat eine Ellbogenfraktur. Und das Spiel wurde. Yo, das Spiel wurde gleich um einen ganzen Monat verschoben. Ja. Auskippen. Meine Güte, mach halt schneller. Es wird doch eh keiner transferieren. Wir sind ausgeliehen, ne? Ne? Wie nix, wer hier transferiert wird. Er klaut schon wieder alles da.
Wenn es die Ziele sind, ne? Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte. Jetzt sind wir bei der Hälfte, willst du mich verarschen? Wir haben 81 Punkte. Wir haben gerade Februar. Sommerpause ist bald. Im Februar. Es war gerade Winterpause. Es war gerade Wintertransferfenster. Willst du mir erzählen, bald ist Sommerpause? Na, du weißt, wie ich meine. Es ist jetzt erst die zweite Hälfte. Es war gerade Winterpause und Transfer. Wintertransfer. Da warst gerade du. Cool. Du hast abfangen gerade um einen Punkt. Es ist gelevelt. Warte, guck hier. Da bist du. Du bist in Glanzform. Dort steht er. Also bist du in Glanzform. Ja, wenn juckt's, spielen wir eh nicht. Quatsch. Hab ich vertippt. Kann ja gleich wieder passieren. Hab ich vertippt. Ey. Ach man, ich hasse diese dumme Sequenz, ne? Wer ist er überhaupt? Das kennt die doch nicht mal jemand. Ne? Bamba. Ich glaube fast ja. Jo. Ja, hallo. Niemand wollte dieses Spiel spielen. Das stand verloren. Weil du nicht gespielt hast, haben wir das jetzt verloren. Das ist deine Schuld. Ich. Du bist Leon Koch, nicht ich. So, egal, wir haben immer 10 Punkte Vorsprung. Wir haben immer. Ach, jetzt hat er die einzige. Ach, Digga. Wenn dir mal endlich das tippen würde, was ich antippe, ne? Kann ich einfach mal was drücken? Ja, wir machen das nämlich so, wir spielen nur noch Cups, ne? Nur noch Pokale. Die Liga ist doch egal, wer juckt die. Das wir leihen uns irgendwo hin, nur um deren Pokale zu gewinnen. Den Liga nehmen wir nebenbei mit. Und du stehst im Carabao Cup gegen Arsenal im Finale. Das simulieren wir. Ey. Nein, du brauchst kein Training, du bist gut genug. Nein, ja. Wir simulieren jetzt das Finale. Das Glück soll entscheiden, ob wir gewinnen. Simulieren. Und wer bist du? Ich glaube, du kaputt. Ich glaube, klar. Ah! So ready for fucking Arsenal. Echtes Highlight für Sie daheim. Wir übertragen ihm das Endspiel im EFL Carabao Cup. Es ist ein Duell, das es in sich hat. Es ist ein Duell, in dem eine Menge auf dem Spiel steht. Zwei Mannschaften, die diesen Titel unbedingt gewinnen wollen. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Arsenal gegen Burnley. Beide Teams wollen sich heute den Titel holen, wollen dieses Finale im EFL Carabao Cup für sich entscheiden. Ich glaube, die Aufgabe ist klar. Alle wissen, worum es geht. Es kann losgehen und ich freue mich natürlich auf diese Partie. Ja. Ich mich auch. Und das macht er schlecht. Da der Spieler. Gut verteidigt hier. Sonst kann man immer, das macht er gut. Jetzt sagt er einfach, das macht er schlecht. Ja? Alex Centeus. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Denn alle fragen sich, wie wird er sich entscheiden? Hört er auf? Macht er weiter? Armer Barcelona. Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Boah, also ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben, das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht, vor allem auch gesundheitlich.
Die Frage ist auch, ist der unbedingte Vor allem, wenn du in deinem abgespeicherten FIFA-Datei im Ratschlag gibst, dann wird FIFA-KI das bestimmt berücksichtigen. Ne? Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Ne? Nico Elvedi. Lukaku jetzt. Nico Elvedi. Immer wieder dieses flüssige Passspiel. Der nächste Angriff von Arsenal. Und jetzt gibt es Einwurf. Gute Chance für eine Flanke. Guter Vorstoß da jetzt. Thomas Partey. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Ah, da sind die Fans sauer aus ihrer Sicht. Musste es da Elfmeter geben. Also wirklich, aber die Trend schreien muss sofort abgefilmt werden. Okay, es gibt ja, Elfmeter. Weg ist der Ball. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt der Schuss. Jetzt haben wir das erste Tor. Wichtiger Treffer natürlich. Jetzt haben sie den Ole, 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 ole. Er zieht an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Ole. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Lukaku am Ball. Lukaku! Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie holen sich den Ball. Lukaku! Jetzt können Sie sehr gut, Torwart. Haben. Jetzt vielleicht die Flanke. Thomas Partey. Vielleicht die Konterchance. Der Konter wird gestoppt und jetzt könnte es in die andere Richtung gehen. Der Schiri entscheidet auf Vorteil für Arsenal. Macht er gut hier. Gute Position und Einwurf jetzt für Arsenal. Geht dazwischen und hat den Ball. Er holt sich vorne den Ball. Romelu Lukaku. Und kein Tor. Und sie liegen weiter hinten. Da ah, daneben. Das war eine gute Chance. Nein. Also wirklich, da war wirklich mehr drin. Da geht er gut in den Zweikampf. Arsenal noch immer ohne Tor in dieser Partie. Arsenal mit dem Ballverlust. Ja, das kann Arsenal auch kein Tor schießen. Ne? Abstoß, Ball war draußen. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Ach, Mann. Alex Centeus. In Sachen Ballbesitz dominiert hier bislang nur eine Mannschaft und das ist Arsenal. Aber irgendwie münzen sie diese Überlegenheit nicht in Torchancen um. Es droht die Niederlage. Tja, so ist das. Oh, wenn Kacke ist, kann man daran nichts ändern. Tja, die einen sind wohl besser im Ballbesitz, die anderen brauchen wenig Ballbesitz. Die anderen verwandeln ihre Chancen. Ja. Weil Ballbesitz... Ball wieder zu Lukaku. Na? Bringt einem nicht viel, wenn man kaum im gegnerischen 16er ist, sondern die ganze Zeit nur in der Mitte oder im eigenen 16er mit dem Ball rumturnt, was die meiste Zeit, wo ich es gesehen habe, so war bisher. Ne? Na? Na, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, jetzt mal wieder. Was? Ist durch meine Beine durch. Halbe Schere geht schon nicht. Let's go. Thomas.
Schiri, wir wissen, wo deine Beine stehen. Beine stehen. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Ja, der Schiri hat nichts dazu gesagt. Das ist doch mal gut. Du musst ja immer den gleichen Spruch bringen mit dem scheiß Rustikal, der nervt langsam. Ne? Hm. So, jetzt liegen sie hier zur Halbzeit des Finals. Weiter geht's im Finale um den Carabao Cup. Der Schiedsrichter hat soeben die zweite Hälfte angepfiffen. Jetzt gilt's. Schiedsrichter hat soeben beschlossen, dass die zweite Hälfte anfängt. Das ist Lukaku. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Klasse, Lukaku, los. Abseits. Das ist schon mal ein Arm Lukaku in Ruhe. Lukaku. Schätze ich später an, nämlich. Ja, genau. Was doch meinen, der spielt nicht bei Arsenal. Ne? Ich spiele auch nicht. Der spielt mit Kai Havertz und Timo Werner und... Timo Werner auch? Und Rüdiger zusammen. Ja, Rüdiger jetzt ja nicht mehr, ne? Ja, nicht mehr, aber. Lukaku! Mach nur! Da wäre jetzt viel Platz für einen Kopf. Juhu! So dumm, Alter. Dennis Favre. Er spielt den Pass auf den Flügel. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Die Ecke mal als Variante. Klasse Pässe auf Seiten von Burley. Sie verlieren den Ball, das sah eigentlich gut aus, aber dann war es vielleicht doch der eine Pass zu viel. Lukaku am Ball. Arsenal in der Vorwärtsbewegung. Stark gearbeitet hier. Jetzt geht's aber rückwärts. Ja? Bamba. Arsenal in der Rückwärtsbewegung. Nicht gut, Koch. Verteidiger. Und da ist der Ball wieder weg. Meine Güte, das ist damit die Beinstämme. Deswegen kommen sie auch so weit. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vorne jetzt die Balleroberung. Romelu Lukaku. Da muss er aufpassen. Scheiße. In meinem Keller liegt ein Torwart. Oh Mann. Genau in dem Moment passt er zu mir. Da geht er gut in den Zweikampf. Guck es dir an, Digga. Die legen sich einfach in den Schuss, also in vor dich hin und gut ist. Mhm. Gute Nacht. Guter Vorstoß da jetzt. Die Gelegenheit. Die Riesenchance. Sie machen das Bom. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus. Den Spruch hast du nicht so oft. Wieder so ein klasse Pass. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ballverlust atmen. Aber noch 20 Minuten. Guter Vorstoß, kann was werden. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus.
Weg ist der Ball. Lässt sich dabei zurückfallen. Ganz energisch jetzt. Gefährlich. Den Ball. Und das Tor. Hä? Ja, genau, Digga. Da hast du den Pass zu dich dann Tor gemacht. Na? Nun Lukaku. Nun Martinelli. Nun Smith Rowe. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Hä, wo hat sich da jemand in den Schuss geworfen? Hä? Er hat es halt voll gegen den Gegenspieler, der da stand, geschossen. Der hat sich doch da nicht reingeworfen. Ne? Er hat nur guck es dir an, Digga. Er packt sich durch. Lukaku am Ball. Die Gunners kriegen den Vorteil. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Jetzt muss er aufpassen. Das könnte, also wenn er sagt, könnte gelb geben, kriegst du schon eine gelbe Karte ins Gesicht gehalten. Das ist auch wieder sehr timehaft, ne? Wichtig, dass sie da klären. Na? Aber wenigstens passt sie zu deiner Trikotfarbe. Und Lukaku ist endlich weg. Obwohl gefühlt Lukaku war der, der von denen am meisten noch Energie hat. Von den Stürmern da. Ne? Weird irgendwie. Ne? Digga, die stellen sich genau vor mir. Genau so. Gut gespielt, ja, und trotzdem fährst du 2 zu 0. Macht er gut. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Romagnoli. Dennis Favreau. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ey, guck mal, die beiden Neuen sind auf dem Feld. Takefusa Kubo. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Das Spiel ist aus. Und die Mannschaft hat damit tatsächlich den Carabao Cup gewonnen. Eine großartige Leistung. Und 808 Boy hat einen Follow da gelassen. Was? Und 808 Boy hat einen Follow da gelassen. Ach so. No. Passiert, ne? Moin. Ja, eine Vorlage, ein Tor. Zwei Tore insgesamt. Ja, reicht doch. Ja. Für so ein Spiel gegen Arsenal. Ja, mal kurz den Carabao Cup gewonnen. Kannst du ins Wohnzimmer stellen? Auf entspannt, Bruder. Nehmen die zwei Europapokale, ne? Okay. Wie viel es waren, ne? Ja. Ich glaube zwei oder drei inzwischen waren es. 5 Vereine, 4 Ligameisterschaften, 1 nationalen und 3 kontinentale Pokale gewonnen. Ne? Hm. Ne, gibt es denn noch ein zweites Spiel gegen die? Weil du bist beim FA Cup in Runde 4 Wiederholungsspiel. Hä? Ich mir nicht, bitte, nein, nicht andere Tabellen. Das sind irgendwelche Dings. Warte mal. Das ist der Championship, das ist die Liga-Tabelle, klar. Ne, du bist raus, weil du in Runde 4 gleich rausgeflogen bist. Gegen Chef United. Ja, aber ich hab. Hä, da stand aber. 5-2 für uns. Ja. Mach Simuli erstmal die nächsten paar. Ja, jetzt ist eh nur Liga. FA Cup bist du rausgeflogen. Können wir noch schnell so lange simulieren, bis die Season zu Ende. Da waren Joker-Turniere. Hast du gesehen? Die hatten Joker. Die hatten ein paar der Joker ihre Trikots. Was ist er denn für ein Opa da? Guck mal da,
Was ist er denn für ein Opfer? Ja, ich will gar nicht wissen, was im Postvorsteher steht, eh nur Müll drin. Hm. Wenn es wichtig ist, geht er hin. Ne? Hm. 2:0 gewonnen. Bamba hat Bam Bam gemacht, ne? Mhm. Ja, war Tor dran. Zumindest Training. Ja, ich habe schon gestoppt. Was genau in dem Moment kam die komische Anzeige dazwischen. Ne? Mhm. Ja, was steht hier Schönes? Piatowski ist verletzt und Cardona ist zurück und wenn juckt's. Mich nicht. Ich spiele mein eigenes Spiel. Die Mannschaft ist mir sowas von egal. Ne? Mhm. Koch hat ein Tor geschossen, das ist wichtig. Ne? Mhm. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Und Koch darf gegen Nordirland und Portugal spielen. Will ich nicht. Darf er aber. Sommelier den Scheiß. Nein, das spielst du. Das sind wichtige Spiele. Ich will aber nicht in der Mannschaft sein. Doch, das ist wichtig. Ich muss noch Weltmeister werden. Ah. Das ist ein Länder-Testspiel. Das braucht keiner. Okay, ist nur Testspiel. Ich dachte Quali. Das brauchst du nicht. Das ist Testspiel, Mann. Ich dachte, Quali geht weiter. Du spielst so eh nicht mit. Guck mal. So wichtig bist du dann doch nicht. Wir haben 2:1 gewonnen. Ich dachte, Quali geht weiter. Ja, sorry. Oder auch Portugal. Portugal spielen wir auch in der Quali. Warum testen wir gegen Portugal, die eine Mannschaft, gegen die wir in der Quali spielen? Das macht keinen Sinn. Ne? Ja. Aber du hast ein Tor geschossen. Du hast den Ausgleich geschossen. Ne? Mhm, normal. Ja. 14 Punkte Vorsprung. Ja, du hast 105 Punkte. Also deine Mannschaft. Warte, jetzt kann ich wieder. Jetzt ist nämlich dein Nationaleinsatz vorbei. Ist auch irgendwie weird, dass irgendwie du 3 Tage nachdem das zweite Spiel gespielt wurde, du immer auch in der Nationalmannschaft bist, ne? Immer auch auf Länderspielansatz, obwohl das Spiel schon irgendwie 3 Tage her war wieder, ne? Mhm. Bis letzte. Ja. Simonier. Wir haben die ganze Saison einfach nur geskippt. Ja, ich war so fast die ganze Saison. Wir haben nur die Pokal gespielt. Aber ist doch egal. Die ersten paar Spiele haben wir gespielt. Ja, und dann den Pokal. Achso, ja. Die Sache ist, sonst geht das Projekt vielleicht gar nicht 200 bis 300 Folgen, ne? Was? Wenn wir jetzt jedes Spiel gespielt haben, weißt du, wie lange das Projekt dauert? Geht, wir sind jetzt schon bei irgendwie 150 Folgen. Ja. Oh. Ne? Das könnte hier so die Folge sein, wir skippen die Bundesliga gefühlt einfach nur durch. Es ist nicht die Bundesliga, sondern der EFL Championship, aber ja. 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 Es ist auch immer das Gleiche, ne? Das sind halt Liga-Dings. Ne? Ne? Mhm. Deswegen vor allem, du hast die ersten paar Spiele mitgespielt und dadurch hast du die Mannschaft auf 1 gebracht mit 20 Punkten Vorsprung. Ne? Schnapsal. Ne? Ey, wir haben 20 Punkte. Ja, 20 habe ich doch gerade gesagt. Ja. Ne? Und jetzt brauchst du auch nicht mehr mitspielen. McDonald in der Verteidigung wird auch nichts ausrichten. Guck, 2-0. Bamba. Ne? Am Ende hat Bamba einfach mehr Tore als du. Ne? Guck mal, wie viele er hat. Kannst du sehen. Wo war das? Teamstatistik, ne? Wir spielen Burnley. Koch hat 32. Und wo ist Bamba? Er ist nicht mal Stürmer direkt, anscheinend. Sag, wenn du Bomber siehst, da ist Bomber. Dann mal 31. Wie viele haben wir? 32. Bomber ist wirklich an uns dran inzwischen. Okay, ja. Training halt, oder? Ist mir lieber da. Dann müssen wir Bomber mal kurz faulen.
Damit er 7 Monate Wir verletzt müssen ist. kurz auf Anfänger stellen und dann habe ich den, habe ich da 13, 14 Tore rein. Nein, wir faulen einfach Bamba. Wir steigen Bamba einfach so richtig hart rein, so aus Versehen, so eine Grätsche auf Bamba. Ne? Ja, diesmal hat Bamba kein Tor. Obwohl, da sind wir. Nee, Bamba hat kein Tor geschossen. Abwärtsszenarios Neuling, aber fast fertig. Ja, wir müssen uns, glaube ich, gleich mal neue Übungen suchen. Dann trainierst du einfach gar nichts mehr. Außer dein Ego. Brauche nichts mehr trainieren, Bro. Ich bin aber der Beste. Guck mal, die letzten beiden Spiele, so wie es aussieht. Du stehst heute in der Startformation. Ja, Die ist nur letzten dir. beiden Spieler. Ja, es waren nur noch 2 statt 4 in der Übersicht. Nein, Bamba ist gleich gezogen. Bamba hat ein Tor Okay. geschossen. Nein, okay, du bist immer noch ein Torfeuer. Du hast das erste Tor geschossen in der zweiten Minute. Trotzdem wollen wir jetzt nochmal das letzte Spiel. Nee. Warum nicht? Wir haben noch Zeit. Das sind Zeit. Simulieren, Training. Das Training macht doch keinen Unterschied, Digga. Guck dir Doch. mal an, wie wenig deine Werte steigen. Ja, Ja, aber wenn du das immer auf den errechnest, wie wenig die kleinen Sachen da. komm, Wenn den Bamba Verein jetzt interessiert wegen keinen. dir über mir ist, dann Nein, du bist hast du auch ein böse. Tor geschossen. Guck, du bist immer noch eins vor ihm. Immer die letzten beiden Spiele, wo Bamba eins geschossen hat, hast du auch eins geschossen. Das hat man eben bloß nicht gesehen. Du hast eben im letzten Spiel Ja, ich in der zweiten Minute weiß eins geschossen. Ne? ja Das alles. war bloß zu weit unten, weil zu viele Sachen passiert sind. Ich wollte nicht gleich stehen mit ihm. Tust du nicht. Du bist immer noch ein Tor vor ihm. Ja, ich weiß. Ja, guck. Jetzt zeig's Brauchst dir du mir nicht auch. zeigen, Junge. Ja doch, guck hier, 34 und der müsste 33 haben. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Wo war der Typ jetzt schon wieder? Da, 33. Haha, Loser. So, trainieren. Ja, dann trainier doch jetzt. Hier mach ein paar Liegestütze. Nö, habe ich gerade keinen Bock zu. Ja, aber Leon Koch muss dann dauernd die gleichen 5 Übungen machen, ne? Ja. Es freut mich mitzuteilen, dass du für den Deutschlandkader ausgewählt wurdest, um an der WM teilzunehmen. Ja. Ich muss wirklich extra betonen, wie enorm wichtig dieses Turnier für unser Land ist. Es ist allein schon eine große Ehre, als Mitglied des Nationalkaders Deutschland repräsentieren zu dürfen. Toll. Solltest du zu dem Einsatz kommen, warte ich von dir und natürlich auch von deinen Mannschaftskollegen vollen Einsatz. Ja, du bist zu WM. Komm, die WM müssen wir jetzt schon gewinnen, ne? Ich guck dir das nochmal an. Irland, Nordirland und Ägypten. Ich meine nicht Jo. unbedingt jetzt, weil es ist schon Nee, 15:21 natürlich. Uhr. Mach los. Ja? Ist die Season jetzt Ende? Ja, die Season müsste zu Ende sein. Du spielst jetzt halt WM, ne? Trainieren. Ja? Du bist jetzt halt im Deutschlandkader, du spielst jetzt WM. Ne? Ne? Okay, wir müssen kürzer passen, ist auch fast fertig. Ja, aber es WM wird jetzt nichts mehr, ne? Machen wir uns beim nächsten Mal. Trainieren. Junge, Alter, du hast ein Training geskippt. ja, Du warst böse. scheiß drauf. Digga, wir sind hier, das ist doch wie EWM-Trainingslager, Alter. Da wird normalerweise jeden Tag trainiert, ne? Was ist los? Ach, wirklich? Ich bin für die Nationalmannschaft abgestellt? Was? Wirklich? Hä, ich spiele doch schon gerade für Deutschland. Wie lost? Ne? Mir steht die ganze Zeit oben schon Deutschland. Ne? Theoretisch können wir zwei Spiele simulieren. Nö, wenn wirklich ich bin, bevor wir aus der Gruppe rausfliegen. Also alle, wo Ey, du wir müssen doch mitmachst. nur 4 gewinnen. Ich will sonst hier beim nächsten Mal weitermachen. Du stehst außerdem, du stehst ganz okay, du stehst doch vernünftig, du stehst in der Spitze. Ist auch gut so. Ey, warte mal, ich will mal kurz gucken, wie. Geh nochmal auf Deutschland, ja, da so. Du bist so gut wie Ter Stegen. Ich weiß noch, wo ich als 85er oder so mal
gespielt habe. Am 20. Juni 2026. Ne? Gegen Nordirland. Ja. Du bist vom Wert genauso gut wie der Stegen.